Was geht ab, Leute? Willkommen wieder zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute geht es rund um das Thema CarPlay im W205. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass ich in meinem W205 CarPlay nachgerüstet habe und auch mehrere Optionen gezeigt habe, wie das machbar ist. Ich kriege aber bis heute relativ viele Nachrichten und Kommentare, wie man ein CarPlay nachrüsten könnte. Plus, diese ganzen Videos sind immer so zerhackt gewesen. Also da habe ich ein bisschen was gezeigt, da habe ich ein bisschen was gezeigt. Deswegen habe ich mich heute dazu entschlossen, einfach mal alles in einem Video zusammenzufassen, damit das Ganze auch übersichtlicher ist. Und damit ich auch wieder auf dieses Video hier verweisen kann. Und hier kriegt man wirklich Stück für Stück erklärt, was man alles für Möglichkeiten hat. Es gibt ja auch verschiedene Varianten vom W205. Da werde ich aber später noch genauer drauf eingehen. Vielleicht auch nochmal zu Anfang, ob ihr ein Kombi fahrt, ob ihr ein Coupé fahrt oder eine Limousine, macht hier wirklich überhaupt gar keinen Unterschied. Also die Karosserieform macht da wirklich überhaupt gar keinen Unterschied. Es geht einzig darum, aus welchem Jahr euer Fahrzeug stammt und welche Radioeinheit bei euch verbaut wurde. Gut, wie gesagt, vor Facelift W205 2014 bis Mitte 2018. Ich sitze jetzt gerade auch in so einem drin. Meiner ist auch ein Facelift. Dort gab es zwei Radiotypen. Einmal das Audio 20, was ich auch habe, und das Command, das größere Radiosystem mit dem größeren Display. Kommen wir erstmal zu den zwei Optionen, die Radiotyp unabhängig sind. Das bedeutet, die man bei jedem W205 vor Facelift machen kann. Und zwar ist das, zusätzliche Hardware zu verbauen oder andere Hardware zu verbauen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen kann man das Display austauschen gegen einen Android-Bildschirm. Hier wird einzig und allein das Display ausgetauscht. Der Android-Bildschirm hat eigene Hardware noch mit drin. Das ganze Android-System, das ganze steckt quasi in dem Bildschirm drin. Ihr müsst da keine zusätzliche Box einbauen oder sowas. Die ganz normale Radio-Head-Unit bleibt vorhanden. Da wird einfach nur ein Kabel angesteckt, so ein Y-Kabel. Da muss auch nichts gezwackt werden oder sowas. Allgemein bei keinen der Optionen, die ich hier nennen werde, muss man hier irgendwas zwacken oder mit irgendwelchen Lötkolben oder sowas hantieren. Genau, also Android-Bildschirm. Da hat man natürlich den Vorteil, dass man den größeren Bildschirm hat, logischerweise. Man hat einen Touchscreen, also man kann mit den Fingern alles bedienen. Kann aber auch weiterhin noch diesen Drehdrückschalter hier benutzen, den man in der Mittelkonsole hat. Das ist aber im Allgemeinen die teuerste Variante, CarPlay hier in dem Wagen nachzurüsten. Es gibt zwar günstige Bildschirme auf AliExpress und Co., die fangen so bei 200-300 Euro an. Allerdings ist die Hardware nicht die beste und da kann man wirklich auch schon damit rechnen, dass es zu Problemen führt, dass das Ding abstürzt, dass da irgendwas hängt oder sowas. Deswegen also, ich habe natürlich keine eigenen Erfahrungen, trotzdem würde ich allgemein einfach nicht zu solchen Dingern raten. Wenn, dann würde ich sagen, greift schon ein bisschen weiter in die Tasche, kauft euch ein anständiges System, so ab 400-600 Euro in dem Dreh herum. Da kriegt ihr auch anständige Hardware und werdet auf lange Zeit keine großen Probleme damit haben. Die zweite Option ist es, sich eine CarPlay-Box einzubauen. Das ist das, was ich bei mir gemacht habe. Genau, so sieht der ganze Spaß aus. Es ist halt einfach CarPlay, wie man es kennt. Wie man sehen kann, habe ich auch weiterhin diesen originalen Audio 20 Bildschirm. Ich habe einfach nur eine zusätzliche Box hinter der Mittelkonsole eingebaut. Da habe ich auch ein Video zu gemacht. Checkt das gerne mal aus. Ich habe es jetzt oben rechts in der Infokarte verlinkt. Und dort zeige ich nochmal den genauen Einbau und wie das Ganze funktioniert. Diese Option ist ein bisschen günstiger. Also die CarPlay-Boxen liegen so bei 250 bis 300 Euro um den Dreh. Da gibt es auch verschiedene Anbieter. Allerdings nehmen die sich wirklich nicht viel. Die Boxen sehen auch größtenteils einfach identisch aus von außen. Ich kenne mich da nicht ganz genau aus. Es kann sein, so wie viele Leute das behaupten, dass die Dinger alle aus der gleichen Fabrik kommen, vom gleichen Hersteller kommen und dann nur durch irgendwelche Zwischenhändler vermarktet werden, kann ich nicht zu 100% sagen. Allerdings, was ich sagen kann, die nehmen sich allgemein nicht viel. Ich habe meine zum Beispiel von eBay. Der Anbieter heißt Roadtop Box. Kann ich euch auch mal in der Videobeschreibung verlinken. Diese Box habe ich bei mir eingebaut. Ich habe das Ding mittlerweile ein Jahr eingebaut, habe noch nie groß Probleme mit dem Teil gehabt. Ich bin rundherum zufrieden. Es hat keine Aussetzer oder sowas. Also das Ganze kann ich ruhigen Gewissens empfehlen. Kommen wir zur letzten Option beim Vor-Facelift 205er und das ist auch wirklich die interessanteste, weil es auch die günstigste Lösung ist. Und zwar ist es bei bestimmten Radiotypen tatsächlich möglich, CarPlay zu kodieren bzw. freizuschalten. Das bedeutet, ihr müsst keine zusätzliche Box einbauen, ihr müsst kein Display austauschen oder sowas. Ihr behaltet wirklich alles, ihr müsst nichts auseinandernehmen oder sowas. Einfach nur über den OBD2-Port drangehen, das Ganze kodieren und dann habt ihr CarPlay. Wichtig, das Ganze ist nicht bei jedem Fahrzeug möglich. Das Ganze ist nur beim Audio 20 möglich. Das bedeutet, wenn ihr das große Command habt, seid ihr somit sowieso ausgeschieden. Ihr braucht ein Audio 20 und ihr braucht ein ganz bestimmtes Audio 20. Und zwar hat Mercedes ungefähr ab Mitte 2017 den Hersteller gewechselt. Die ersten Audio 20 Radioeinheiten wurden von Becker hergestellt und ab Mitte 2017 wurden die dann von Panasonic hergestellt. Und wenn ihr eine Panasonic Head Unit habt, könnt ihr CarPlay kodieren. Jetzt ist es natürlich auch wichtig zu wissen, wie man erkennen kann, dass man diese besagte Panasonic Head Unit hat. Das Ganze kann man an zwei Punkten merken. Und zwar erstens, in dieser Mittelarmlehne hier haben wir zwei USB-Anschlüsse. Neben dem rechten USB-Anschluss muss so ein Handy und so ein Tablet-Symbol aufgedruckt sein. Um aber nochmal zu 100% sicher zu sein, würde ich euch empfehlen, eure Fahrgestellnummer auszulesen. Ich verlinke euch dazu mal eine Internetseite unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr eure Fahrgestellnummer eingeben und dann wird euch eure ganze Ausstattungsliste angezeigt. Da steht alles aufgelistet, was in eurem Fahrzeug drin ist, die ganzen Ausstattungscodes. Und hier ist wichtig, dass ihr den Punkt 154 habt. Da steht auch 154
50, dann steht irgendwas Head Unit, bla bla, und dann steht auch Panasonic drin. Wenn ihr diesen Punkt habt, dann könnt ihr CarPlay kodieren. Wenn ihr diesen Punkt nicht habt, dann ist es leider nicht möglich. Bei mir ist das Ganze auch so gewesen. Ich habe meine Fahrgestellnummer dekodiert. 154, die Ausstattung hatte ich nicht. Dementsprechend musste ich die CarPlay-Box einbauen, um CarPlay nachzurüsten. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, wie kann man das Ganze denn freischalten, wenn man diese Head Unit hat? Da gibt es auch wieder zwei Optionen. Erste Option ist es, man fährt zu einem Kodierer, lässt sich das Ganze von dem freischalten. Da liegen die Preise so circa zwischen, weiß ich nicht, kommt drauf an, 50 und 150 Euro circa. Da schaltet euch das Ganze dann einmalig frei und ihr habt CarPlay. Das ist aber nicht die Variante, die ich euch empfehlen würde. Ich würde euch empfehlen, das Ganze selber zu machen, und zwar mit Embito. Embito ist dieser kleine OBD2-Dongle hier, den steckt ihr einfach nur in euer Fahrzeug rein, ladet euch die App runter und dann könnt ihr ganz easy CarPlay selber freischalten. Das Stick kostet so um die 50 bis 60 Euro. Ich habe auch noch einen Rabattcode, den blende ich euch jetzt hier unten ein. Den könnt ihr gerne bei der Bestellung verwenden und dann nochmal 10% auf die Bestellung sparen. Ihr müsst die CarPlay-Kodierung noch in der App freikaufen durch Credits. Ich kann euch jetzt auch mal die Preisliste einblenden, für wie viel Euro man wie viel Credits bekommt. Und damit ist man um den dicken Daumen, ich glaube, bei circa 100 Euro und hat sich CarPlay selber kodiert. Und was wichtig ist bei Embito, wenn man die Kodierung einmal freigeschaltet hat, kann man das beliebig oft machen. Das bedeutet, falls ihr euer Fahrzeug nochmal zu Mercedes geben solltet und die da irgendwas machen, irgendwelche Steuergeräte zurücksetzen oder sowas und diese Kodierung dann futsch sein sollte, könnt ihr das Ganze ganz easy nochmal freischalten mit Embito, ohne extra nochmal dafür bezahlen zu müssen. Wenn ihr das Ganze beim Kodierer macht, müsst ihr nochmal einen Termin machen, müsst nochmal dahin fahren und nochmal Geld dafür bezahlen. CarPlay ist aber nicht die einzige Kodierung, die Embito anbietet. Man hat noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Man kann unter anderem die Start-Stop-Automatik auf Memory kodieren. Man kann den Gurtwarner auskodieren. Man kann das Startlogo vom Radio umkodieren. Man kann das Begrüßungslicht nochmal umkodieren. Man hat ein Stroboskop, was man da mit dem Scheinwerfer machen kann, so ein kleines Lichtspiel. Und es kommen immer mehr Features mit dazu. Also checkt gerne die Embito-Playlist aus. Die habe ich euch jetzt oben rechts in der Infokarte verlinkt. Dort zeige ich euch alle Funktionen, die man beim 205er machen kann. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem W205 Facelift. Das sind die Modelle ab Mitte 2018 bis, ich weiß nicht, ich glaube, bis Mitte 2022 wurde der 205er gebaut. Also es geht jetzt wirklich um die modernsten letzten Modelle vom 205er. Das sind die, die schon dieses breite Display haben. Dort ist das Ganze eigentlich relativ einfach. Also entweder habt ihr CarPlay bei euch schon serienmäßig mit dabei oder ihr könnt das Ganze frei kodieren. Und da gibt es keine Beschränkungen, da braucht man kein bestimmtes Modell oder sowas. Beim Facelift kann man wirklich in jedem Fall CarPlay durch eine Kodierung freischalten. Auch hier würde ich euch natürlich empfehlen, das Ganze nicht beim Kodierer machen zu lassen, sondern ganz einfach mit Embito selber zu kodieren. Die Vorteile habe ich euch gerade eben ja auch schon genannt. Also man spart sich auf jeden Fall Geld, man kann die Kodierung so oft man möchte wiederholen und man hat noch weitere Kodierungen, die man vornehmen kann. Wie gesagt, also meiner Meinung nach lohnt sich das Ganze allein wegen der Start-Stop-Automatik und dass man einfach so ein kleines Gadget hat, womit man Fehler auslesen und löschen kann. Und da kann man eigentlich echt nichts falsch machen, meiner Meinung nach. Gut, Freunde, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Klarheit schaffen bei diesem ganzen Durcheinander, mit diesen ganzen CarPlay-Videos. Falls ihr aber doch noch Fragen haben solltet, scheut euch nicht, schreibt die mir gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Ciao.